Das ist mir ein Rätsel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr auch einen von den Filmen oder beide gesehen habt. Würde mich interessieren, was da eure Ansicht ist, eure Meinung. So, okay, Penny mag alte Bücher. So, gut. Obwohl, warte mal, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Lohnt sich aber mittlerweile auch nicht mehr so richtig, ne? Die Sachen auszubuddeln. Prähistorische Blähe haben wir auch schon abgegeben, ja. Warte mal. Ach, ist schon wieder Feierabend für Pam. Ich würde mal ganz kurz in die Kneipe gucken. Oder warte mal. Na, Supermarkt wird geschlossen. Das war jetzt ein blödes Timing. So. Weil vielleicht haben die auch verschiedene Tagesangebote. Ja, aber scheint wirklich so, ne? Gestern gab es doch irgendeine andere Mahlzeit hier. Vielleicht einfach mal regelmäßig hier reingucken. Ich will diesen verkackten Kuchen haben, Mann. Ärgerlich. Aber wir können auch... Okay, unsere Frau steht da, dann sollten wir das vielleicht gerade nicht machen. Mülltonnen abklappern, wollte ich sagen. Ich guck mal hier lang. Einfach, ob es hier auch irgendwie eine Abkürzung oder was ähnliches gibt. Und ich hatte bei Stadiopedia gesehen, man kann irgendwo hier angeblich noch was finden. Oder da? Irgend so eine Puppe. Oder haben wir die schon gefunden und ich weiß es nur nicht mehr. Oh! Schattentyp. Huch, du hast mich erwischt. Es tut mir leid. Nimm es, nimm es. Es sah wertvoll aus. Deswegen konnte ich nicht anders. Du hast die Lupe erhalten. Jetzt bist du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Okay, diese Notizen enthalten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Cool. Damit habe ich... Das wusste ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eigentlich ja was anderes gesucht. Okay, wir haben eine Lupe. So. Nachdem ich mich anders hingesetzt habe... Kollektionstab. Du findest sie im Kollektionstab. Für geheime Notizen. Hier schon mal nicht. Da sind so viele Sachen bei, die wir aber doch haben, von der Silhouette her. Ich glaube, hier geht, also bei dieser Collection geht es, glaube ich, darum, die Sachen verschickt zu haben, Fragezeichen. Bin mir nicht sicher. Ja, steht doch dafür, Dumme. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das mit der Lupe habe ich jetzt aber gerade nicht so ganz gecheckt. Findest du sie im Kollektionstab? Warte mal, steht da nochmal eine Info? Lupe. Das meinen die wahrscheinlich einfach hier mit Kollektionstab. Lupe. Notfalls, falls wir selber nicht drauf kommen, lese ich das nach. Für versteckte Notizen. Warte mal, vielleicht... Kann man damit dann jetzt... Nö. Keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall reite ich aber auch lang, weil ich gucken will, wo es noch Abkürzungen gibt. Aber anscheinend gibt es nur diese eine popelige Abkürzung. Haben wir das schon abgegeben? Ein antikes Gefäß aus Keramik. Ja. Schön. Also hier gibt es schon mal keine weitere Abkürzung. Hat die jetzt echt nur diese eine komische Abkürzung da gemacht? Ich meine, wir meckern mal nicht, aber für das Geld, was wir da ausgegeben haben, ist das schon ein bisschen lame. Haben wir da überhaupt Geld für ausgegeben oder laber ich jetzt auch gerade Müll? I don't know. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Gibt es hier noch was Interessantes? Oder eher nicht? Na, ich würde behaupten, eher nicht. Ja, auf jeden Fall nochmal kurz zu The Witches, also Hexen. Wie gesagt, also die Neuinterpretation war jetzt nicht schlecht, aber ich denke, dass die meisten Leute das Original immer noch besser finden werden, weil es einfach mehr Charme hatte. Und die Neuinterpretation der Hexen wiederum, die fand ich irgendwie nice. Aber auch da muss ich sagen, dass die alten dennoch auch mehr Charme hatten. Ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Weil die hatten auf einmal, sollten die halt wahrscheinlich gruseliger wirken, hatten dann halt weite Mundwinkel. Also quasi, das ging dann schon fast so in so eine Richtung von so japanischen Rachegeistern, denen der Mund aufgeschnitten wurde quasi. So müsst ihr euch das vorstellen. Dass der Kiefer halt weit ausklappen kann und so. Und wie gesagt, für meinen Geschmack tatsächlich zu viel CGI, was jetzt schon meiner Meinung nach gealtert ist. Also das ist schon nicht der Stand der Dinge. Gerade wenn man das vergleicht mit so Realverfilmungen von Disney, wo ja auch CGI drin ist. Und ich muss grundsätzlich sagen, es ist irgendwie immer nicer. Was mache ich denn jetzt hier für einen Quatsch? Kompletten Quatsch. Ich muss hier unten hin. Ich muss sagen, irgendwie überall, wo CGI drin ist, das altert wirklich verhältnismäßig schlecht. Ich meine, guckt euch mal Jurassic Park an. Die alten Jurassic Park Filme, die ersten. Oder gerade den ersten halt auch, wie alt der ist. Und da wurde halt dann eben mit so, ja, Puppenmodellen, Maschinenmodellen gearbeitet. Und das sieht halt einfach heute noch geil aus. Ja, und dann, wie gesagt, guckt man zum Beispiel The Witches und einem fällt halt direkt auf, okay. Es ist halt CGI und das ist irgendwie, es wirkt einfach nicht so schön, wie es wirken könnte. So. Das haben wir schon 3 Millionen Mal gehabt. Also weg damit. Das Gefäß haben wir jetzt auch schon diverse Male. Weg damit. Weg damit. Haben wir noch was weg kann, außer die Mayonnaise? Nicht wirklich, ne? So, warte. So. Ups. Und so. Steine hier rein. Beziehungsweise den einen Stein. Ist das eventuell hier drin? Auf jeden Fall das. Haben wir die im Kühlschrank? Ich glaube wohl. So, gute Nacht Pegasus. Jawohl, da sind sie. Sehr schön. Käse ins Käsefach. Ja, cool. Die hätte ich auch direkt wegtun können. Muss ich nochmal raus. Da bin ich nochmal Pegasus. Ach, komm doch nochmal mit. So, so. Die hatte ich nämlich gekonnt übersehen beim Einräumen. So, jetzt aber gute Nacht, Pegasus. Und ich brauche dieses Rezept für diesen verschissenen Kuchen. Aber wie kommen wir da nur ran?
Wie kommen wir da nur ran? So. Na du kleine Maus, na du große Maus. Der fallende Schnee erinnert mich an Oma im Schaukelstuhl neben dem Kamin. Ich erinnere mich hauptsächlich an ihren Schatten, der am orangenen Holz flackert. Das ist sehr lange her. Ah ja. Fun Fact, diese Oma gab's gar nicht. Das hat sie sich nur eingebildet. Das wäre creepy. Und das ist die perfekte Überleitung für das nächste Thema, was ich hätte. Was auch ein bisschen zu Hexen passt, gewissermaßen, aber auch nicht richtig. Und zwar ist mir eingefallen, es gibt ja, und das habe ich glaube ich im Let's Play noch nicht erzählt, hoffe ich. Ansonsten erzähle ich es jetzt halt nochmal, ist halt auch so halb so wild. Es gibt ja diese Bilder von den weinenden Kindern und man sagt denen ja nach, dass die halt Unglück bringen. Und tatsächlich habe ich da auch eine Story zu. Wir hatten damals in meiner Kindheit im Wohnzimmer so ein Bild hängen. War halt damals irgendwie trendig. Also das war eigentlich schon fast seltsam, wenn man so ein Bild nicht hatte. Und ja, das hing über dem Sofa, auf dem meine Mutter meistens gesessen oder gelegen hat. Und eines Tages ist meine Mutter fast erblindet, musste dann in die Klinik, wurde operiert. Und als meine Mutter dann wieder zu Hause war, haben meine Eltern im Fernsehen einen Bericht gesehen, eine Doku, ich glaube es war eine Doku. Und da ging es halt um diese Bilder und um bestimmte Fälle und zum Beispiel um ein Haus, was abgefackelt ist. Und das Einzige, was in diesem Haus überlebt hat, waren diese Bilder. Oder dieses Bild in dem Fall. Und es gab viele, viele so Fälle. Und da gibt es halt auch zig YouTube-Videos zu der Thematik. Wenn mich gerade nicht alles täuscht, hat der liebe Creepypasta Punch auch mal was dazu gemacht. Auf jeden Fall bringen diese Bilder Pech und ich bin davon fest überzeugt, dass da irgendwie was dran ist. Weil wenn man die Geschichte hinter diesen Bildern kennt, dass der Typ vermutlich Kinder irgendwie misshandelt hat und dann... Er misshandelt, geschlagen, vergewaltigt, was auch immer. Und dann diese Trauer dadurch in seine Bilder aufgesogen hat, quasi. Und dieser Schmerz der Kinder, der da ja passiert ist, dass der sich da irgendwie manifestiert hat, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das so weit geht, dass die Kinder... das so weit verflucht haben, dass selbst Drucke, Plagiate, Unglück bringen. Und ja, man kann an sowas glauben, man muss an sowas nicht glauben. Ich bin für sowas auf jeden Fall anfällig. Ich glaube an sowas tatsächlich. Ich glaube auch, dass es eine höhere Macht gibt. Manche nennen es Gott, manche nennen es einfach nur Universum, manche nennen es einfach nur Energie. Und ich denke, dass es mehr gibt als das, was wir sehen können. Und warum sollte es nicht auch irgendwie Geister und Flüche und sowas geben? Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da was dran ist. Und wie gesagt, meine Mutter wäre damals fast erblindet und ich bin tatsächlich auf diese Thematik gekommen, weil meine Mama jetzt zwei Augen-OPs hatte, um überhaupt noch was zu retten. Auf dem einen Auge war sie eigentlich so gut wie blind. Da hatte sie noch irgendwie 2% Sehkraft. Ja, und sie wurde jetzt halt operiert und die Operationen sind soweit auch gut gelaufen, Gott sei Dank. Und ja, dadurch kam ich da drauf. Und meine Eltern haben dann damals dieses Bild von diesem weinenden Kind direkt weggetan. Ich weiß nicht mehr genau, ob sie es weggeschmissen haben oder ob sie es verschenkt haben oder so. Auf jeden Fall ist dieses Bild dann, als die diesen Bericht gesehen haben, direkt rausgeflogen aus der Wohnung. Und wie gesagt, wenn man dann diese Fälle sieht, wie gesagt, es gibt auf YouTube mehr als genug Material, macht euch da gerne mal schlau, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Ja, ich will das Ei einsammeln. Mann! Alter! Wie gesagt, alleine sowas wie, okay, da ist ein Haus, was brennt. Und das ist alles in Schutt und Asche und das Bild ist halt komplett unberührt.
Und das ist nur einer von vielen Fällen. Und wie wahrscheinlich ist das bitte, dass das so passiert? Ich meine, sagt ihr es mir. Wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist es, dass sowas... Warte, das war dumm, was ich gemacht habe. So. Ja, wie wahrscheinlich ist das, dass... Ich meine, da wird es eine Wahrscheinlichkeit geben. Irgend so eine Mathe-Leute, so eine richtigen Mathe-Experten, die werden euch da auch die Wahrscheinlichkeit berechnen können. Ja, aber wie wahrscheinlich ist das schon, dass genau das Bild komplett unbeschadet übersteht? Und es gibt ja halt auch, es gibt ja mehrere so Sachen mit verfluchten Puppen, mit anderen verfluchten Gegenständen. Also auch verfluchte Bilder. Ich habe zum Beispiel mal einen Bericht gesehen über so ein Bild, wo der Künstler halt auch irgendwie mit seinem eigenen Blut dieses Bild gemalt hat. Und ja, diverse Leute hatten dieses Bild und das ist auch schon zigmal hin und her gewechselt bei verschiedenen Besitzern. Und jedes Mal, wenn die Leute das hatten, sind irgendwelche komischen Dinge passiert im Haus. Wie gesagt, ich glaube an sowas tatsächlich. Ich glaube, es gibt einfach verfluchte Gegenstände und es gibt Leute, die legen ihren Hass in Sachen rein. Oder halt eben Opfer, die dann halt quasi, ja, die Leute verfluchen, zum Beispiel Vergewaltigungsopfer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es verfluchtes Bildmaterial gibt von irgendwelchen geschändeten Kindern. Und wenn du dir dann irgendwie das Material anguckst, also wenn irgend so eine Kinderficker sich das angucken, dass sie dann dafür hart bestraft werden, indem die der Fluch erwischt. Und an der Stelle dann auch zurecht. Wenn es allerdings Leute trifft, die keine bösen Absichten haben, dann geht es ein bisschen zu weit. Aber das ist einem Rachegeist natürlich egal, ob es zu weit geht, weil der eigene Schmerz so groß ist. Aber ja, das ist ein Thema für sich. Wie gesagt, es gibt im Internet viel, viel Material dazu. Und das ist faszinierend und beängstigend zugleich. Wie gesagt, Mutter fast das Augenlicht verloren, das ist schon heftig. Und ja, das kann natürlich auch nur ein Riesenzufall sein, aber wenn du dann halt kurz darauf im Nachgang irgendwie eine Doku siehst, wo quasi rauskommt, yo, okay, damit können wir dienen. Auf jeden Fall, wo war ich? Auf jeden Fall, wenn du dann sowas siehst, kurz darauf, weißt du, Mutter kommt wieder aus dem Krankenhaus, OPs haben nicht so viel gebracht, Mutter fast blind, das ist dann schon erschreckend. Ja, und wie gesagt, es gibt viele, viele Beispiele dafür. So. Es gibt viele, viele, viele Beispiele dafür. Ach ja. Ich bin ein wenig durcheinander, glaube ich. Wie gesagt, das lasse ich erst noch hier drin. So. So, mach fertig. Da würde ich sagen, bringe. Bringe. So, damit können wir dienen. War ja, glaube ich, auch nur einer, ne? Wenn ich mich nicht ganz verguckt habe. Die Wolle. Die Diode. So. Warte, das bringen wir auch schnell in den Kühlschrank. Also wenn ihr zum Beispiel diese Bilder kennt und ihr habt da auch eine persönliche Geschichte zu, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Wie gesagt, das mit meiner Mutter, so, das ist ein Fall und das ist schon hart erschreckend.
Das ging bei mir sogar so weit, weil ich habe halt damals das mit meinen Eltern gesehen. Es ging bei mir sogar so weit, dass ich Freunde gemieden habe. Das klingt geisteskrank, aber dass ich Freunde gemieden habe, die zu Hause solche Bilder hängen hatten. Also wo die Eltern sowas hängen hatten.